Hallöchen meine Freunde und willkommen bei diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euren eigenen Wodka erstellen könnt. Besser gesagt eine neue Kreation von Wodka. Und zwar Bubblegum Wodka. Dafür nehmt ihr einfach eine leere Flasche und füllt sie mit eurem Lieblingskaugummi. Wir haben hier einfach Hubba Bubba genommen, damit wir den klassischen Bubblegum Geschmack haben. Das machen wir klein und packen es in unsere Flasche rein. Dann können wir, wenn wir einen durchsichtigen Kaugummi haben, ein bisschen Lebensmittelfarbe dazulegen, damit wir eine schöne Farbe bekommen. In diesem Fall rosa. Und dann nehmen wir einfach noch Wodka und füllen die Flasche auf, damit das Kaugummi bedeckt ist. Dies lassen wir jetzt 24 Stunden lang stehen, damit sich das Kaugummi-Aroma in den Wodka rein integrieren kann. Nach 24 Stunden nehmen wir die Flasche und sehen, es hat sich was getan. Es ist etwas trüb geworden, aber das ist gar kein Problem. Wir nehmen einen Kaffeefilter oder Teefilter, etwas was ihr gerade zur Hand habt, und füllen den ganzen Inhalt um und filtern es erstmal grob alles in ein Glas rein. Dann empfehle ich euch einfach eine neue Flasche zu nehmen und das Gefilterte nochmal durch einen Filter durchzujagen, also zweimal filtern ist hier Pflicht. Und dann könnt ihr sehen, es wird langsam, aber es ist wirklich eine klare Flüssigkeit. Das könnt ihr mit jedem anderen Kaugummi auch noch machen oder andere Süßigkeiten, wie ihr wollt. Aber ihr habt immer einen richtig nicen neuen Wodka-Geschmack damit hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.